Hallo, hier ist der André von Technik Reviews und heute möchte ich euch die App MyFitnessPal zeigen. Wenn ihr abnehmen möchtet, ist das vielleicht mit anderen zusammen einfacher und dafür ist diese App gestaltet vornehmlich. Denn hierin steckt eine ganze Community, ihr könnt auch mit Freunden zusammen euch beraten, Nachrichten schicken und eure Ernährungspläne teilen. Das ist dann vielleicht eine bessere Angelegenheit, als dass ihr das alleine vollzieht. Wenn man sich am Anfang registriert, dann müsst man diverse Sachen eingeben, wie zum Beispiel euer Gewicht oder eure Größe und auch, ob ihr euch viel bewegt oder nicht. Und natürlich das Ziel, was ihr abnehmen möchtet, in welcher Zeit und auch und wie viel ihr pro Woche abnehmen möchtet. Wenn man das Ganze hier startet, sieht man dann den aktuellen Tag mit den Kalorien, was man schon verbraucht hat und was man noch verbrauchen darf. Und dann kann man einen Eintrag zum Abnehmtagebuch erstellen. Dieses dann gegliedert in Mahlzeiten, Training und Flüssigkeiten und noch Notizen. Das Ganze hat eine tolle Produktdatenbank. Man könnte zum Beispiel einen QR-Code zwar einscannen und dann das Produkt erfassen, aber man kann auch hier einfach etwas eingeben und dann erscheint dies auch schon. Jetzt haben wir einfach mal Sandwich eingegeben und dann seht ihr auch verschiedene Sandwiches, die ihr auswählen könnt. Das könnt ihr dann mit allen Nahrungsmitteln machen. So, schauen wir uns jetzt mal die anderen Bereiche der App an. Hier seht ihr dann ein Tagebuch. In diesem Tagebuch könnt ihr dann alles sehen, was ihr so zu euch genommen habt oder euer Trainingsprogramm einsehen. Das ist ziemlich praktisch. Und Nährwerte seht ihr auch, was ihr den Tag über verbraucht habt. Weiter geht es dann mit dem größten Motivationsmotor, dem Fortschritt. Da ich die App erst einen Tag gestartet habe, sieht man hier noch nichts, aber ihr seht dann im Laufe der Zeit, in welcher Zeit ihr wie viel abgenommen habt. Das von euch eingegebene Ziel seht ihr dann auch. Hier kann ich dann auch beichten, dass ich gerade 84 Kilo wiege, aber 74 Kilo wiegen möchte. Und hier, die Gewichtsabnahmeziel, 0,5 Kilo pro Woche. Alles ist hier also vorgegeben, was ich erreichen möchte und meine Angaben. Und Freunde und Nachrichten sind halt diese Community-Faktoren, die das Ganze von anderen Apps wohl abheben. Ihr könnt also euch mit anderen austauschen und vielleicht nützliche Tipps erhalten, wie das Ganze effektiver geht. Erinnerungen sind auch praktisch, damit ihr eure Mahlzeiten zu geregelten Zeitpunkten einhaltet. Also ihr seht, diese App ist wirklich so ein Rundum-Sorglos-Paket für das Abnehmen. Und mir hat sie ziemlich gut gefallen und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.